So, drück die Daumen, wir brauchen 2 Schlüssel und eine neue Rüstung. Und Geld schadet auch nie. Ich wollte schon sagen, eine Sackgasse wäre jetzt ganz schön albern. Und wie komme ich da hin? Rückwärts reingehen? Ah. Und ein Schlüssel. Ja. So rum? Ja. Ein glänzender Schlüssel. Ist mir egal, was das für einer ist. Hauptsache ist der richtige. Ja, das war echt nur so ein kleiner Ding jetzt hier. Na gut, wir sind jetzt auf Ebene 2. Wir müssen runter zu Ebene 5 oder so. Da? Ja, ich glaube schon. Da ging es hoch. Und dann... Ich weiß nicht mehr, wo es lang gehen. Probieren wir mal schlafen aus. Und dann springen wir hier runter in der Hoffnung, dass wir dann irgendwo da landen, wo die Schlangen waren. Und wo in den Schlangen gab es eine Abkürzung zu Lore. Und oh, wenn wir jemals einen Zwergen treffen, hauen wir ihm ins Gesicht. Denn sein Volk hat das Ding hier gebaut. Ach, wir sterben jetzt doch. Feuerball. Wusch. So, wir sind jetzt bei den Schlangen. Von den Schlangen aus können wir da durch zur Lore. Das heißt, wir müssen uns östlich halten. Und irgendwann eine scharfe Kurve nehmen. Ich glaube, die scharfe Kurve kommt hier. Ja. Da, genau wo er jetzt steht, müssen wir durch. Genau da, wo die jetzt stehen, müssen wir durch. Genau da, wo er jetzt steht, müssen wir durch. Oh, wir sollten dabei nicht sterben. Ginseng? Wir hätten vielleicht von ganz oben noch die Heiltränke mitnehmen sollen, die wir in der Rumpelkammer haben liegen lassen. Denn wir haben jetzt nichts mehr, um uns zu heilen. Ein Bienenschwarm haben wir noch, um Schaden zu machen. Und irgendwo müsste noch der Feuerballstab sein. Aber das ist echt nicht viel. So, weg, 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 weg. Schlafen. Doofe Idee. Wir laufen bis zur Lore und versuchen da zu schlafen. Das klingt nach einer besseren Idee. Denn im Notfall können wir einfach noch in die Lore reinspringen. So, dadurch. Dadurch, darum, hierum, schlafen. Ja. So, und jetzt schauen wir mal, für welche der beiden Türen der Schlüssel war und hoffen, dass hinter dieser Tür auch der andere Schlüssel ist. Denn jetzt nochmal den ganzen Dungeon abzusuchen für den zweiten Schlüssel wäre ganz schön fies. Hui, genau, Axel. So. Hier gab es nur einen Weg. Und der geht runter. So, Schlüssel, wo bist du? Da. At last. Ja, endlich, da hast du vollkommen recht. Das heißt, wir speichern noch ganz schnell ab. LP023A. Nur für den Fall, denn ich will das jetzt nicht nochmal alles machen. Hm. Schieß nochmal. Das war knapp. Discovered a recipe for the elixir. We need the keys so that we may apply it to King Richard. I'll join you then. We'll need this key. Okay, das ist genau der, den wir gesucht haben. Was haben wir da noch? Nix. Wyvellian brew. Torches aren't much good. Ancient maps. Studies of gem lore and excavation. Studies of gem lore and excavation. It burns slowly. Nö, hier ist wohl nichts mehr. We should leave. We're off to save good King Richard. So, und schon sind wir zu dritt
Und er hat nur ein Hemd an, ist ja auch nicht schlecht. So, Smaragdklinge, den Helm kannst du auch gleich aufsetzen. Rüstung haben wir zwar eine, aber die sollten wir nicht anziehen. Wegen Gegnern und so. Was ist er eigentlich für einer? Er ist Kämpfer Stufe 5, Gauner 2, Magier 3. Ja, ist doch ordentlich. Das heißt, wir können jetzt endlich aus den Urbeschmieden raus und müssen dann nur noch einen Weg finden. Genau, und jetzt kann ich mal weiterreden und werde nicht wieder unterbrochen. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, um in dem oberen Opienwald die Barriere von Scotia zu entfernen. Dafür hat er eine Idee, wenn wir da ankommen. Erstmal klauen wir jetzt seine Ausrüstung. Ah, was ist denn das? Ein Kettenhemd, das sehen wir erst später an. Ein Visierhelm. Ah, der scheint okay zu sein. Zwergenstiefel sind besser als normale Stiefel. Das Schild ist besser als gar kein Schild. Lampenöl ist immer gut. Ein Zankteufel. Und ist auch mies. Wie gesagt, ich habe keine Axt bisher gefunden, die wirklich gut war. Aber sei es drum. Bergwerkschlüssel Nummer 4. Ha, das ist wohl für die andere Tür. Nein, voller Bezelbecher. Ja, er hat nette Ausrüstung. Kann man nicht sagen. So, jetzt wieder zurück in die... wo bin ich? Ah, ich bin in der Mitte. Gut, und gehen wir mal zu der Tür und schauen, was dahinter ist. Ich bin ja nicht gierig oder so. Aha, 3 Teleporter. Da speichern wir doch gleich nochmal ab. Ich nehme mal links. Wir sind draußen. Okay. Ich nehme mal Mitte. Bin wieder hier. Ich nehme mal rechts. Okay. Das heißt, es ist einfach nur die Frage, wie schnell macht man sich den Weg nach oben? Rechts wäre langsam, Mitte wäre gar nicht und links wäre schnell. Also nehmen wir mal den schnellen Teleporter. Und gehen jetzt endlich raus hier. Hihi. So, unseren ganzen Kram nehmen wir mit, so gut es halt geht. Die Sachen, die man verkaufen kann zuerst. Dann machen wir einen schnellen Trip in den Sumpf, verkaufen das ganze Zeug. Ah, vielleicht kommt sogar alles mit. Ja, die Rüstung können wir jetzt mal wieder anziehen. Hm? So, was haben wir noch an Rüstung? Kettenhemd. Oh, das ist ordentlich. Und das Hemd kann dann Bakata tragen. Macht zwar fast gar nichts, aber gar nichts ist schlechter als ein bisschen was. So, und ein Platz fehlte nur noch. Ah, schade. So, der Sumpf war von beiden Seiten erreichbar. Also gehen wir einfach mal hier raus. Sumpf ist da ganz hinten. Wollen wir vorher noch mal bei Dawn vorbei? Ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Vielleicht hat Paulsen ihm irgendwas zu sagen. Ihr noch irgendwas zu sagen. Das heißt, wir müssen jetzt dadurch, darum und dann wieder auf die Karte gucken. Und wieder auf die Karte gucken. Okay, rechts rum und dann links halten. Das ging jetzt zu schnell. So, also rechts rum und dann einfach links an der Wand lang. Ja, was mit dem Bettler hier war, weiß ich auch nicht. Den konnten wir ja einmal ansprechen, ihm 5 Silber in die Hand drücken, dann war er weg. Did you hear again? Dawn's inside. Have you found the elixir? We haven't made it yet. I am making progress on my spell. Return when you have the elixir. Sie freut es wohl gar nicht, dass wir Paulsen aus den Minen gerettet haben. Aber gut, sei es drum. Wissen wir wenigstens, woran wir sind. So, wir wollen jetzt in den Sumpf. Dafür müssen wir wieder ganz außen rum.
Und dieser komische Würfel, den wir gefunden haben, der ist vielleicht für die Barriere da. Denn sonst wüsste ich nicht, wie wir da durchkommen. Das Ding sollten wir uns auf jeden Fall angucken, wenn wir denn mit dem Verkaufen und so weiter fertig sind. Ups, wo sind wir jetzt? Fast richtig. Ha! Okay. Orks, ihr könnt doch gar nichts. So. Ja, dafür seid ihr viele. Ihr seid einfach nur Kämpfertraining. Stirb, stirb, stirb. Ah, ist echt cool, mit drei Charakteren gleichzeitig rumzulaufen. So. Und gleich sind wir auch schon da. Da muss ich nur dran denken, nicht in irgendwelche Sumpflöcher gleich zu rasen, weil ich zu ungeduldig bin. Dann ist alles gut. Vorsichtig einfrieren. Wir sind da unten. Wir wollen dahin. Ist hier gar nicht mal so weit. Schön, schön. Ja, komm. Axel auch noch. Dann könnt ihr synchron schreien. Heilen. Drei ihn. Heilen. Drei ihn. So. Und jetzt verticken wir erstmal ganz viel. Please, look at my wares. For Swamp Heroes, I sell everything at my cost. Super, jetzt wo wir die Helden des Sumpfes sind, könnten wir uns die Armbrust günstiger kaufen, die wir eigentlich gar nicht kaufen wollten. Ja, der kann weg. Er kann auch weg. Die Schmiede haben wir erstmal nicht. Die Smaragdklinge behalte ich auch mal. Wir haben zwar inzwischen schon zwei davon, aber es kann sein, dass die irgendwie magisch ist und wir bestimmten Gegner wir sie brauchen. Das heißt, dann wäre es auch praktisch, wenn mehrere Helden gleichzeitig einen davon haben. So, das kann aber weg. Kann auch weg. Das kann auch weg. Das auch. Die Axt sowieso. Das auch. Die Picke behalten wir mal, falls wir wieder irgendwo ein Rätsel haben, wo wir eine Wand einbrechen müssen. Das kann weg. Das auch noch. Und die Valkyrie nicht, aber die normale Armbrust kann er wieder haben. Und da ist sie auch wieder. Das ist doch mal nett, dass sie es reinprogrammiert haben. Auch wenn es recht unwahrscheinlich ist, man sie kauft und gleich wieder zurückkauft, oder? Egal. Ach ja, in den Kommentaren stand, man sollte die Hufeisen einfach so verkaufen, weil man sie einfach nur rumschmeißen kann wie Steine. Aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich nehme die einfach mal weiter mit. So, ein bisschen mehr Platz haben wir jetzt auch. Reicht zumindest vorerst, also hauen wir hier ab. Goodbye and come again. Swamp Heroes are always welcome. So, jetzt müssen wir in den oberen Opinwald. Das war der da, glaube ich. Das ist eine etwas längere Strecke. Aber ich glaube, ich kann hier eine Weile rasen. Richtig? Ja, doch, eine ganze Ecke. Miau. Miau. So, das war's, glaube ich, mit Rasen. Ja, geradeaus. Zweite links. Nicht da rein. Ups, das war zu weit. Hier rein, nicht da rein. Und da müssen wir gleich rüber. So, einfrieren. Zwei reicht. Und ich hoffe mal, dass das auch der richtige Ausgang war. Aber müsste es ja eigentlich gewesen sein. Nee, komm, das lassen wir liegen. So, da oben ist die Barriere. Und wir haben hier noch ein paar Bereiche gar nicht erforscht. Da können wir auch nochmal kurz hingucken. Oh, und wir haben jetzt den Feuerballzauber. Das heißt, wir könnten die Nester auch mal zerstören. Einfach nur mal so, um zu gucken, was passiert. Ach, die waren gegen Nahkampfwaffen so resistent. Dann halt mit Magie. Also. Zip, zip, zip. Zip, zip, zip. Ja,
hier scheint definitiv ein Nest zu sein, so viele wie hier rauskommen. Auch wenn wir gleich keine Mana mehr haben, um das Nest anzugreifen. Oh oh. Das sind echt viele. Feuerballstab. Und der Stab ist alle. Ja, okay. Er hat uns gute Dienste geleistet. Komm, die beiden bringen wir noch um und dann kann Axel schnell einen Feuerball zaubern. Na komm, 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 komm. Ja, die sind anscheinend echt fast immun gegen Nahkampfschaden. Oder werden einfach sehr selten getroffen. Ah, ich wollte zaubern, du. Und kaputt. Hat nur nichts gebracht. Also keine besondere Ausrüstung oder irgendwas dergleichen. Schade. Na gut, dann auf zu Scotias Barriere. Da dann erstmal schlafen. Denn ohne Mana in ein neues Gebiet, wenn wir dann überhaupt reinkommen, wäre ja nicht so eine super Idee. Oh, hier liegt ja noch jede Menge Zeug. Sehr schön. Komm, lass uns schlafen. Oh, währenddessen können wir jetzt den Kram einsammeln. So, Ginseng brauchen wir nicht wirklich, Lampenöl auch nicht. Das ist nur Krimskrams zum Verkaufen, aber ein Bezelbecher ist immer gut, Heiltränke auch. Noch mehr Kram zum Verkaufen. So. Er hat nichts zu sagen. Dann halt den Würfel. Da, Valens Würfel. Huh. Der macht irgendwas ganz anderes. Oh, nee, doch nicht. Hey, I think it's working. Huh, die kann man einmal benutzen, dann wird er weiß. Und dann benutzt man ihn nochmal und er stellt die ganze Mana wieder her. Okay. Und weg. Oh, schade. Ein Gegenstand, der Mana wiederherstellt, wäre echt nett gewesen. Aber gut, wir sind schon wieder über der Zeit. Speichern wir kurz ab und nächste Folge gucken wir, ob wir jetzt endlich mal nach Eibel kommen. Da wollen wir ja jetzt schon seit 10, 12 Folgen oder so hin. Aber schauen wir mal. Also bis gleich.